Am 17. Oktober dieses Jahres erschütterte ein Familiendrama in Mettjendorf den Nordwesten. Familie S. hatte offenbar aus Verzweiflung ihr gerade erst zwangsversteigertes Haus in Brand gesteckt. Das Ehepaar kam dabei zusammen mit der 6-jährigen Tochter ums Leben. Jetzt hat ein unbekannter Geschäftsmann aus der Region die Ruine samt Grundstück für 47.500 Euro gekauft. Der neue Besitzer, der namentlich nicht genannt werden will, möchte die Ruine so schnell wie möglich abreißen und ein neues Haus bauen. Für viele endet mit dem Abriss ein monatelanger Albtraum. Jeder hat was anderes erzählt hier, jeder meinte etwas anderes dazu und ist eigentlich nur das Richtige, was die machen können. Ich finde es richtig, dass das abgerissen wird. Das ist ja auch gefährlich. Das Dach ist ja zur Hälfte abgedeckt und wenn dann Sturm ist und das fliegt alles rum, ist für die Nachbarn bestimmt auch nicht schön. Finde ich gut. Dass es abgerissen wird, ist das einzig Vernünftige. Ob das jetzt abgeschlossen ist, kann ich auch nicht sagen. Was ich toll finde, dass die Bank sich bereit erklärt hat, die ganze Geschichte zu stornieren. Das ist meine Meinung. Und Gott sei Dank sind die jungen Leute dabei gut rausgekommen. Bei den jungen Leuten handelt es sich um Marco und Katrin Slöhr. Vor genau 2 Monaten hatte das junge Paar aus Oldenburg das Familienhaus bei einer Zwangsversteigerung für rund 178.000 Euro gekauft. Nur wenige Stunden später kam es zum Brand. Da es dafür keine Versicherung gab, drohte den Slurs der finanzielle Ruin. Schließlich erklärte sich die zuständige DSL-Bank doch noch bereit, auf ihre Forderung zu verzichten. Das Geld aus dem Verkauf geht nun komplett an die Bank, die das Paar im Gegenzug aus allen Verpflichtungen entlässt. Sie müssen jetzt nur noch die Hälfte der Gerichtskosten von der Zwangsversteigerung von knapp 1.000 Euro tragen. Die andere Hälfte übernimmt der Käufer. Bei vielen Menschen hat die Tragödie bis heute tiefe Spuren hinterlassen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass sie das Kind mit in den Tod genommen haben. Das finde ich, das hätte nicht sein müssen. Also ich finde auch, es ging hier nur um Geld. Wegen Geld bringt man sich nicht um. Da hätte es mit Sicherheit noch eine andere Lösung gegeben. Das ist sehr emotional für mich und ja, das ist direkt bei uns in der Nachbarschaft. Es ist ein trauriges Spiel, aber die hätten das Kind nicht mitnehmen dürfen. Ne? Das war das Traurige dabei. Ne? Denn das Kind kann ja nichts dafür. Fest steht, mit dem Abriss der Brandruine verschwindet nun immerhin das Unglückshaus aus dem Ortsbild. Die Erinnerung an das Familiendrama wird die Menschen in Mettjendorf dennoch noch lange beschäftigen.